So, ja, die ganz normale Angriffe. Auch macht einen Würgegriff. Er hat sein, also der ist nur, dass der jetzt einfach mehrfach Machtsprung hat. Und nicht so wie vorher dieses Schweben. Sonst ist nichts anders an dem. Dann wechselt nämlich jetzt lieber gleich schon. Zum Django Fett. Der hat nur zwei schlechte Blaster. Die Musik passt immer so geil zu. Raketenwerfer. Ebenfalls Handgelenkraketen. Ja, ach schon, und der hat noch eine andere Sache, die werde ich euch jetzt nochmal vorstellen. Handgelenk-Giftpfeile. Ich weiß nicht, ob ich weiß, ich glaube, die vergiften gar nicht, wenn ich mit denen treffen würde. Nee, wie ihr seht, vergiften die nicht. Auch nicht, wenn ich auf den Kopf ziehe. Und diese Rakete. Und ich habe jetzt mal eine Idee. Und nein, die Idee hat nichts gemacht, dass ich den Gegner einfach anvisiere. Es kommt Darth Maul. Da hat jemand Machtschub gemacht. Oder es war ein Wookie. Aber hier hat auch Machtschub, Würgegriff, Rage. Rage ist einfach Angriffssteigerung. Und seinen Angriff habe ich ja gerade eben gezeigt. Den Angriff. Wenn man den jetzt gedrückt hält, kommt der hier. Und sein Sprintangriff. Jetzt kommt General Grievous. Der hat dreimal Neurogift, das bringt hier nicht allzu viel. Also das ist der erste Teil seines Sprintangriffes. Das ist der zweite und dritte. So, der kann schweben. Wie der Imperator es kann. Oder konnte. Da ist er. Und Rage und Neurogift. Und die Angriffe von dem kennt ihr nicht. Außer den Sprintangriff. Ich das schade finde. Ah! Ach, so, das ist der normale Angriff von denen. Auch wie beim Let's Play, wie ihr schon gesehen habt. Der Sprintangriff. Gegner! Ich mag Gegner, die schmecken wie Hühnchen. Irgendjemand will ich jetzt noch Neurogiften. Okay, ich will es nicht mehr. Schon Yoda, die ist ja auch an. Was kommt der Imperator? Ah, macht Sturm, das ist auch geil. Den kann man nämlich aufladen. So, wie ihr seht, ist er ziemlich groß. So, wenn Yoda jetzt mal zu mir herkommen würde, man kann währenddessen auch sprinten. Fliegt der Gegner verdammt weit. Die Angriffe sind wie die von Maul, nur mit einem Schwert. So. Der Sprungangriff, ich verstehe ihn nicht, aber egal. Würgen. Wenn das in Sturm aufladen, aber der greift dabei leider nicht an. So, das ganz normale Springen. Und das war es eigentlich schon wieder von dem Imperator Palpatine. Im Sturm erobert. Oh, der ist riesig. So, das ist der Sprintangriff. Das ist der erste Teil von Mace Windows. Auch von Mace Windows Sprintangriff. Das heißt, man ist hier nicht tot. Wie Yoda mal wieder. Es kommt Asai Ventress. Das ist genau dasselbe wie eine andere Heldin.
die hier, glaube ich, gar nicht mehr drin vorkommt. So, der Sprintangriff ist das stärkste. Die Gegner, sie kann ich euch den mal zeigen. Gefunden. So, der haut die Gegner nämlich so um und ja, würgen. So, die Machtfähigkeiten stelle ich nicht mehr vor. So. Der normale Angriff, der kommt weiter als die meisten anderen, außer der von Darth Maul. Der Sprungangriff ist wie der von Luke. Ja, da ich jetzt noch volles Leben habe, wechsle ich einfach die Truppe. Nachdem ich Yoda... Okay, Yoda wurde getötet. Jetzt kommt Bosk. Was, ein Stalker? Oh, 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 oh. Hätte man vorhin mal ein Let's Play Jedi Academy machen sollen. Naja, das ist so der Stalker. Da fliegen sie alle. So, mal gucken, ob ich es schaffe, mich aufs Haus raufzuschießen. Ja. Bosk ist eigentlich mein Lieblingsschurke. So, jetzt habe ich kaum noch Munition, aber das ist ja egal. Oh, wenn ein Gegner voll getroffen wird, ist er mit einem Schuss tot. Und solche Wookies können dabei immer gut fliegen, aber man selber auch. So, jetzt warte ich eigentlich immer noch auf jemanden, der mich erwischt. Dann mache ich es selber. Jetzt kommt Count Dooku. Hier, den kann man immer wieder hintereinander rein, bis die Ausdauer leer ist. Machtkräfte gehe ich jetzt... Ah, Entzug kennt ihr noch nicht. Er ist der Einzige, der diese dämliche Machtkraft hat. Ja, ich entziehe dem dabei einfach Leben. Reparieren wir mal. Ja, hier, Spinnangriff hatte ich euch schon gezeigt, den kann man hintereinander rein. Sprungangriff. Und die normalen Angriffe hatte ich euch auch schon gesagt, welche das seien. Konduko ist der einzige, der noch ein Duell-Lichtschwert hat, das ist ein gebogenes. So, das war es jetzt eigentlich vom Battlefront Extreme. So, in dem Video hier findet ihr auch noch den Link unten in dem Kommentar, wo ihr den euch bei battlefront.filefront runterladen könnt. So, und jetzt kommt als nächstes The Dark Time.